Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja unsere erste Cargo-Linie aufgenommen und ich hatte jetzt im Offscreen wenig gebastelt, darum geht es jetzt gleich. Und ja, die Cargo-Linie wird ganz gut angenommen. Wir haben jetzt hier noch 21 Güter und wenn wir jetzt mal nach Dresden gucken, seht ihr, dass sich hier auch einiges entwickelt hat. Dresden ist, die bekommen jetzt ja nun nicht wirklich viel. Ja, es steigt nur um 10%, aber jetzt gucken wir uns mal das Diagramm an. Ja, es ist explodiert, würde ich sagen. Es ist einfach explodiert. Und auch unser Treibstoffvorrat, der hier hingebracht werden soll, ist gewaltig gestiegen. Ja, unser kleines Flugzeug schafft das also nicht mehr. Wir müssen jetzt diesen Flieger als allererstes mal kurz ändern. Ich weiß gar nicht, wo ist er denn? Hier kommt einer. Ist er das? Nee, das ist eine Passagiermaschine. Die hat auch schon 18 Leute. War gar nicht so schlecht. Wo ist er denn? Da ist er. Hier ist die UPS. Ich hatte zwischenzeitlich mal eine DHL fliegen. Deswegen habe ich die Linie auch DHL Express genannt. Weil die kleiner war. Ich dachte, die paar Tropfen. Aber mittlerweile ist das so groß geworden. Müssen wir jetzt mal umändern. Es gibt ja eine Frachtmaschine, die mehr transportieren kann. Ja, das ist ja quasi auch eine UPS, aber die kann 150 transportieren. Hat jetzt halt kein UPS mehr draufstehen, aber ist die gleiche. Das hat hier natürlich ihr Fahrwerk draußen. Naja, egal. Bei Testflügen wird das ja so gemacht. Die kann natürlich jetzt ein bisschen mehr mitnehmen. Das macht dann halt ein bisschen mehr Sinn. Gut, was habe ich offscreen gemacht? Also jetzt landschaftlich habe ich hier nur so ein bisschen ausgeschmückt. Ich glaube, den Bach hatte ich euch ja letztens schon mal gezeigt. Dann jetzt hier nur so ein paar mehr Felder hingemacht. Also wirklich nicht viel. Ich habe es vielleicht auch vergessen. Das sind jetzt schon wieder ein paar Tage ins Land gezogen. Die Flixtrains, die fahren eigentlich relativ gut. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Sind eigentlich ein bisschen zu lang, kosten extrem viel Geld. Weil aktuell die ja nur bis nach Bremen fahren, über Espelkamp nach Minden. Und die nehmen halt hier kaum Leute mit, weil Bremen halt einfach noch eine kleine Stadt ist. In Bremen hat sich natürlich jetzt einiges getan, darum wird es jetzt hauptsächlich gehen. Ich habe hier in den Kopfbahnteil von Bremen Hauptbahnhof geht es jetzt hier mit zwei Gleisen über die Weser. Und hier hinten spaltet sich das jetzt auf. Also mit der Linie keine Ahnung, was wir damit machen, aber es geht jetzt um die hier. Hier geht hier weiter und hier geht es zu einem kleinen Haltepunkt nach Etzenbach-Mühle. Das werden wir noch umbenennen. Die Stadt ist neu gekommen, neuer Stadtteil von Bremen. Auf dieser Fläche hier plane ich den Bremer Flughafen. Deswegen halte ich hier auch noch eine kleine Station. Dann geht es weiter hier unten durch unter der Schnellfahrstrecke nach Dahldorf. Ist auch nur eine kleine Stadt. In Dahldorf wird der, machen wir anders, von Bremen über Etzenbach-Mühle, also beziehungsweise später den Flughafen, nach Dahldorf wird eine S-Bahn fahren. Und der Metronom, der aus Minden kommt, der wird, soll ja auch nach Bremen reinfahren, deswegen halt die Strecke. Der wird einmal hier beim Flughafen halten, halt Bremen. Flughafen wird durch Dahldorf aber durchfahren, fährt dann weiter, müssen wir jetzt gleich noch bauen, nach Obererkenschwick. Hier wird der Metronom halten, bis hierhin fährt die S-Bahn nicht mehr, also da fährt die nicht mehr hin. Geht dann hier weiter nach, wie heißt das Ding, Eckholstedt. Hier wird der Metronom halten, geht dann weiter bis nach Nienburg. Hier hatte ich so eine Art Überwölbungsbauwerk meiner Art gebaut, weil dann kriege ich nicht so schön hin. Und dann geht das halt hier bis nach Nürnberg. Und dann Nienburg und dann geht es halt weiter nach Minden. Und ja, um diese Linie soll es dann heute gehen, dass wir dann hier noch mehr Leute kriegen und dann den Flughafen hinbekommen. Das werden wir heute natürlich nicht alles schaffen. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier die Linie weiterbauen. Hier ist ein schöner hoher Berg. Vielleicht kommen wir mit Glück da einfach unten durch. Wenn wir jetzt auch mal direkt hier drauf gehen, mal gucken, was er dann sagt. Und zack, direkt drauf. Tunnel.
Was, Tunnel? Jo, wir machen Tunnel. Aber ziemlich dicht in der Straße. Gehen wir mal noch einen weiter runter. Jetzt zwar ein langer Tunnel, aber ein schöner Tunnel. 160 auf Holzschwelle. Schneller fährt der Metro eh nicht. Und dann hat er auch endlich mal ein paar Leute zu transportieren, weil aktuell verdienen wir mit dem Metronom kein Geld. So, geht's hier durch. Das muss natürlich alles in langer, langer Kleinarbeit nachher noch schön gemacht werden. Das wird natürlich alles wirklich lange, lange dauern. Das hier mit den Straßen gefällt mir auch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vor allem, weil die erstmal noch total unwichtig sind. Die brauchen wir nicht für irgendwas. So, wie sieht das aus, wenn wir hier jetzt direkt drauf gehen? Zack. Kein Tunnel. Geht nur tief hier in so eine Schlucht rein. Wie gefällt mir das, wenn ich einen runtergehe? Hier mit Tunneln arbeiten. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht. Das gefällt mir schon fast besser. Noch einen weiter runter. Dann haben wir nicht so eine hohe Kante hier überall. Geht's hier in den Tunnel, kommen da wieder raus. Das gefällt mir am besten. Ja, läuft, Sven. Nochmal. Jupp. Zack, wieder zwei runter. Ein Tunnel. Bauen. So. Das richtige Gleis genommen, ja, haben wir. Da drauf. Und bauen. Und von hier aus geht es dann jetzt halt logischerweise bis nach Nienburg da zum Anschluss. Und dann gehen wir da jetzt einmal drauf. Und da müssen wir natürlich gleich die ganzen Signale setzen. Und da müssen wir mal gucken, wie das sich dann alles so auswirkt. Ach, das mit der Straße ist auch blöd. Müssen wir da mal gucken. Zack. Hier an den Feldern vorbei oder an den Weiden von den Kühen. So. Das ist prinzipiell gar nicht so schlecht. Zack. Schwupsti, wupsti. Und drauf. Perfekt. Ich bin mal gespannt, wie sich das nachher auswirkt. Ich hatte ja logischerweise hier jetzt auch bei dem Bahnhof ein bisschen was umbauen müssen, das alles so ein bisschen anpassen. Hier mit mehr Gleisen, mit dem neuen Bahnübergang und so. Da musste ich halt schon noch einiges optimieren, dass das jetzt dann halt so passt. Und da sollte ich gucken, wie das gleich mit der Linie allgemein sich dann darstellt. Wie wir dann da letztendlich hinkommen. Mal überall ein paar Signale hinsetzen. So. Ja, meine Freunde, die Folgen, die sind jetzt ja alle vorproduziert, weil ich ja mich schon wieder auf dem Schiff befinde. Wie lange werden wir mal sehen. 3 Monate sind wieder geplant. Genau, 3 Monate sind geplant. Mal gucken, vielleicht bin ich auch schneller wieder da. Müssen wir dann einfach mal abwarten, was die Zukunft da so bringt. Zack. Bin mal gespannt gleich auf den Metronom, wenn der hier lang zuckelt. Mal gucken, dass wir dann vielleicht auch noch die S-Bahn hier zum Flughafen da schon hinbekommen. Das wäre natürlich ganz cool. Obwohl, wir haben jetzt schon 10 Minuten. Den Metronom dann noch umändern. Na, dann ist wahrscheinlich die Folge eh schon zu Ende. Machen wir das in der nächsten Folge mit der S-Bahn. So, hier fahren wir ja außen dran vorbei. Oh ja, hier die S-Bahn dann Station macht. Wir haben jetzt hier die Signale mal ein bisschen kürzer setzen. Die wird aber auch nur ein Zug fahren. Also die wird jetzt hier nicht irgendwie auch doppelt hin und her pendeln. Das wird
Ja, wird alles so gemacht, dass wir dann jetzt nicht uns mit den Zügen jetzt so stark verkeilen, beziehungsweise wieder in Stocken geraten, dass wir hier überhaupt nicht klarkommen. So, sieht das eigentlich schon mal ganz gut aus. Zack, zack. Und dann natürlich hier nochmal hin. Zack. So. Haben wir das ja schon mal fertig. So, die Frage, wir haben zwei Metronome. Schön wäre es ja, wenn wir jetzt mal einen, wenn einer hier ist. Kommt gerade einer. Einen müssen wir jetzt mal hier abfangen. Der kommt erst hier hinten. Du müsstest dann gleich auch in Nienburg mal kurz anhalten. Damit wir euch auseinanderfahren und in der Mitte dann noch zwei weitere draufsetzen. Wenn du kurz vor Nienburg bist, musst du mal anhalten. Wo du natürlich... Nee, doch, du stehst auf dem richtigen Gleis. Oh, ganz schön was los hier gerade. Ganz schön was los. Guck mal, er hat nur 15 Leute dabei. Wir machen echt gut Minus mit dem Metronom. Und das ist natürlich nicht so dolle. Die Zeit mal gerade schneller vorlaufen lassen. Irgendwie haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Probleme mit Lags. Keine Ahnung, woher die kommen. Da kommt der Metro. Du kannst dann jetzt erstmal kurz hier hinten anhalten, glaube ich. Ja, du hältst mal an. Du, Fridolin, wartest auf freie Wege. Wer schneidet denn deine Wege? Ach so, die S-Bahn nach Witten. Der Flixtrain fährt wieder, der Cat fährt, der Airport-Zug fährt, der RE nach Hannover fährt. Wir fahren gerade 4 Züge gleichzeitig raus. Das sieht natürlich auch schon nicht schlecht aus. Haben wieder richtig Leute abgeholt hier. So, dann halten wir den jetzt auf jeden Fall auch mal an. Ne, fahren wir weiter. Sonst blockieren wir hier noch irgendwelche Weichen. Fahr du ruhig rein in dein Gleis. So. Dann werden wir jetzt die Linie einmal umändern. Der Metronom nach Minden-Bremen, der heißt ja schon so. Verwalten Minden-Wegpunkt Nienburg. Gut, Haltestelle hinzufügen. Dann geht es weiter nach dem Örtchen. Was? Ja, warten wir erstmal ab. Dann hier hin. Hier hält er nicht. Hier im Flughafen hält er wieder. Bremen. Dingsbumsmühle. Irgendwie wird der Zug da nicht lang fahren. Bin mal gespannt, wo das Problem liegt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Wo hier das Problem liegt. Wir kommen auf dem Gleis. Er kann doch jetzt hier problemlos rüberfahren und dahin. Wo ist da das Problem? Er ist auf Gleis 4, richtig? Kann auch nur auf Gleis 4. Wenn er zurückkommt, dann muss er natürlich dann hier auch noch wieder hinfahren. So, und da sollst du dann auf Gleis 3. So, aber irgendwie kommt er nicht zu unserem anderen Bahnhof hier. Warum kommen wir da nicht hin? Haben wir irgendwo eine Lücke im System? Im Tunnel eher nicht. Hier haben wir keine Lücke. Weil diese geile Fehlermeldung, die zeigt einem ja nicht an, was der Fehler ist. So, was haben wir denn jetzt hier für ein Gleis? Er kommt hier nicht hin. Wir werden irgendwo einen Fehler im Gleis haben. Dass es nicht angeschlossen ist oder irgendwas ist dann ein. Irgendwas ist das Problem.
kriegt man eigentlich immer ganz gut raus mit dem Tool hier. Aber das sieht doch alles bündig aus hier. Wir haben noch überall Strom. Wo ist das Problem? Die Linie ist verbunden. Ach, der Bahnhof hat keinen Strom. Oh. Der hatte keinen Strom. Das hat alles Strom, das hat auch alles Strom. Irgendwie geht das aber trotzdem nicht auf mit unserer Linie. Warum nicht? Was stört denn jetzt? Linie verwalten. Doch, jetzt kommen wir hier an. Wenn wir jetzt hier auf Gleis 2 gehen, dann gehen wir hier auf Gleis 2. Nee. Halt. Nienburg. Danach. Da geht er jetzt durch. Aber Gleis 2 ist wohl eher das andere, ne? Auf Gleis 2. Ja. So, dann soll es hier weitergehen. Hier ist noch irgendein Problem. Müssen wir nochmal gucken. Warum habe ich denn so viele Probleme in dieser Linie? Also hier ist alles gut, alles verbunden. Gibt eigentlich keine Probleme hier. Eigentlich ist doch alles verbunden. Strom ist da. Verstehe ich jetzt nicht. Na gut, meine Freunde, dann werde ich mir das jetzt mal im Offscreen angucken. Und dann werden wir, werde ich das mal jetzt zur nächsten Folge lösen, das Problem. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt viel Bastelei. Wird es jetzt auch in der nächsten Folge jetzt noch mit weitergehen. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.